Fangen wir einmal von vorn an, was ihr hier so erwarten könnt und was überhaupt dieser ganze Sachverhalt ist und was ich hier überhaupt mache. Claire ist auch reingekommen, das ist sehr, sehr schön. Also, im Prinzip geht es darum, es gibt ein paar Leute, die, oder es gibt viele Leute, aber es gibt auch hier ein paar Leute, die sagen, ey, wir wollen gerne den Menschen, denen es gerade vermeintlich schlechter geht als uns, und das ist sehr sicher so, deswegen kann man es vermeintlich auch streichen, nämlich den Menschen in der Ukraine, denen irgendwie gerade der Strom ausfällt und denen kalt ist und so weiter und so fort, denen wollen wir gerne helfen und vor allen Dingen wollen wir versuchen, dieses Thema weiter ja irgendwie präsent zu halten. Das ist etwas, was mir persönlich natürlich immer schwerfällt, weil ich eher so ein Feelgood-Typ bin, der auch sich lieber im Internet zum Clown macht, als über ernste Themen zu reden. Aber manchmal ist es, glaube ich, so, dass es wichtig ist, dass man auch sagt, ey, jetzt komm, müssen wir dann nochmal durch. Und einige wissen es ja auch, dass dieses Ukraine Border Collective, was aus einem Haufen Leute besteht, nämlich irgendwie, ich glaube, über 100 Leute, wenn man mal alle, oder noch mehr, wenn man mal alle zusammenzählt, die einfach viel schon geleistet haben und bewegt haben. Und unter anderem die Wilma, die auch später zukommen wird, die macht ganz viele Fahrten dort runter. Die bringt halt Kram runter, die ist vor Ort, hilft, die kann auch bestimmt noch ein bisschen was erzählen gleich. Und Jared und ich haben ja auch schon eine Fahrt in die Richtung gemacht, in der wir einen Krankenwagen transportiert haben mit Hilfsgütern. Das heißt, ich kenne die Leute im Prinzip, die diese Hilfe vor Ort durchführen und dementsprechend weiß ich auch, dass es kein Scam ist, dass alles dort ankommt, wo es landen soll. Was jetzt heute die Besonderheit ist, dass Wilma den Chef von der Kiewer Patrol Police dabei hat. Was diese Begrifflichkeit genau bedeutet, soll uns dieser Mensch selber erzählen. Aber das heißt, wir haben gleich Juri dabei. Ich kenne Juri nicht. Ich glaube, Wilma kennt Juri auch nicht. Aber Juri ist Boss von, ich würde mal sagen, von einem Aufklärungstrupp. Also super spannend. Also ich glaube, das kann man am besten sagen. Der einfach richtig Plan hat und auch sagen kann, was gerade benötigt wird. Unser Schwerpunkt hier wird natürlich auf humanitärer Hilfe sein. Also wenn hier irgendwie Geld reinkommt, wir haben schon 225 Euro, das ist einfach nur krass, dass einfach Leute vielleicht Stromgeneratoren bekommen oder Powerbanks oder was auch immer. Das müssen sie uns gleich erzählen. Auf jeden Fall ist auch der Plan, dass Jared noch dazukommt. Der sitzt aber gerade im Auto zur VOG-WM und hat gerade kein gutes Internet. Wilma und Jared werden auf jeden Fall irgendwann in der nächsten Zeit, und da halte ich mich auch bewusst schwammig, weil das sonst auch was mit Sicherheit zu tun hat, die gefährdet werden könnte, rüberfahren und auch Dinge verteilen. Ich selber werde nicht mitkommen können, weil es einfach zeitlich bei mir zu dem Zeitpunkt nicht hinhauen kann. Aber das ist so der Sachverhalt. Also heute wollen wir einfach nochmal dieses Fass aufmachen, über dieses Thema reden. Und ja, ist auf jeden Fall mega wichtig und freue mich, dass wir hier diesen Channel mal so nehmen können oder so nutzen können. Und das ist auch soll kein Battle-Stream sein, soll nicht so sich so rüber oder sich so anhören von wegen, Leute, ihr seid sonst schlechte Menschen, wenn ihr nichts gebt oder so. Jeder muss für sich klarkommen, das ist vollkommen wichtig und das ist mir auch vollkommen bewusst und das ist auch allen klar. Ich finde es nur, glaube ich, schön, einfach diese Reichweite nochmal zu nutzen und eins der wirklich sinnvollsten Tätigkeiten, die ich so in meinem Leben gemacht habe, war, glaube ich, diesen Krankenwagen darüber zu fahren, weil man sich da einfach gut gefühlt hat. Darf ich auch kurz darauf hinweisen, dass man mit DHL kostenlos ein Hilfspaket bis zu 20 Kilo an die Ukraine schicken kann, wer auf diese Weise unterstützt wird? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es verschiedenste Sachen gibt, wie man supporten kann. Das ist auch klar. Wie gesagt, ihr kriegt gleich auf jeden Fall noch einen Einblick von der Wilma. Die hat auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall heavy shit, was sie so erzählen kann. Und da sind Leute, die einfach viel von ihrem normalen Job oder normalen Freizeit aufgegeben haben, in Anführungszeichen, oder sehr opferungsvoll sich diesem Thema widmen. Und das ist auf jeden Fall cool. Also es ist insofern cool, dass Leute helfen wollen. Das finde ich auf jeden Fall schön. Und ich bin da ganz glücklich, dass ich diese Menschen kenne und dass man so auf jeden Fall hier Leute dazu bekommt. Gleich Disclaimer. Also ich weiß nicht genau, wie Juri drauf ist. Keine Ahnung. Das ist hier ein Livestream. Ich habe keine Ahnung, wie nice
heavy oder verbissen oder sonst wie drauf ist. Keine Ahnung. Ich habe mir auch keine Fragen überlegt, ehrlich gesagt, weil ich auch gar nicht weiß, was ich für mir für Fragen überlegen könnte. Also ich werde fragen, was sie brauchen oder wie die Situation vor Ort ist. Ich hoffe, dass Wilma da einiges von übernimmt. Aber das ist für mich einfach auch so ein ernstes Thema und ich bin kein Journalist. Also, ne, das ist nur mal so als Disclaimer. Wir lassen uns einfach auf uns zukommen. Wenn euch was einfällt, gerne raushauen im Chat und dann gehen wir das durch. Amy ist auf jeden Fall auch da und Amy ist auch Teil von der Clique. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Richtig gute Sache. Vielen Dank. Ich hoffe, dass ihr zumindest euch das anhört. Und der Support ist ja schon da. Also richtig krass. 225 € sind schon am Start. Hat das geklappt mit der Einblendung? Heinz Harz hat auf jeden Fall was gegeben. Das finde ich richtig geil. Aber ich möchte auch, dass ihr seht, wenn was reinkommt. Da frage ich mich gerade, hat das geklappt? Es soll ja auffällig sein. Wir machen ja heute... Schaut gerne mal auf die Website oder auf Wilmas Insta. Genau, ich habe die Website Ukraine Border Collective schon mal direkt reingemacht. Und Wilmas Instagram soll sie euch mal selber erzählen gleich. So. Das ist so ein bisschen meine Vorgeschichte. Alles gut, es geht um die Hilfe, nicht um persönliche Eitelkeiten. Ja, aber es hilft. Es hilft, wenn man schon sieht, dass was passiert. Ja, du siehst ja hier den Balken. Das ist, also der war heute genullt. Vorm Stream war der auf null. Da ist auf jeden Fall gut was reingekommen. Ich kann auch nochmal ganz hier bei Streamlabs gucken, ob das funktioniert. Aber das sind die Sachen, also das ist mir tatsächlich sehr wichtig, dass das alles läuft. Aber es ist auch ein guter Test. Also das hat mit dem Balken funktioniert. Wenn ihr im Vorfeld Fragen habt, Leute, dann stellt sie gerne. Fragt es gerne rein. Dann bin ich gerne bereit, das zu beantworten. Und später im Verlauf vielleicht auch nochmal interessant für Leute, die jetzt sagen, okay, das ist mir irgendwie zu heavy und ich bin eh satt von Nachrichten und so. Ja, verstehe ich komplett. Dann werden wir später auf jeden Fall noch für Haus und Haus üben. So, das machen wir dann irgendwie mittags oder so. Ich weiß auch nicht, wie lange das gleich geht, ne? Ich weiß nicht, wie lange der Juri Zeit hat, wie lange Wilma Zeit hat und Bock hat und so, keine Ahnung. Also, Heinz Harz hat 200 € gespendet, das ist richtig krass. Slava Ukraini hat er geschrieben, richtig heftig. Und Doc Brown is back hat 25 € gespendet. Also vielen Dank an euch, schon mal richtig gut. Jetzt habe ich hier auch was geöffnet und kann ein bisschen vorlesen, was hier so reingekommen ist. Das ist schon mal gut und das ist schon mal viel wert. Wirklich, selbst wenn es das nur gebracht hat, sage ich euch ganz ehrlich, mit nur meine ich Anführungszeichen, selbst wenn wir durch diesen Stream heute einfach 225 € eingenommen haben für das Ukraine Border Collective, dann kann Wilma damit und die ganze Crew können damit einfach direkt das umsetzen und haben keine, da ist keine Verwaltung hinter und das ist einfach obergeil. Und das wird sie euch gleich erzählen. Also, tausend Dank dafür. Hat sich für mich jetzt einfach schon gut angefühlt, das überhaupt anzusprechen. So, es ist einfach geil. Willst du den Text noch ändern, damit es klar geht, wo es hingeht? Ja, unbedingt. Der Nightbot sollte eigentlich Ausrufezeichen Donation sein. Warte mal. Oh ja, hä? Da ist irgendwas falsch. Tatsächlich. Danke für den Hinweis. Das hatte ich extra im Vorfeld gecheckt, aber anscheinend, wie ich dann immer so bin, nicht richtig gecheckt. Wo haben wir es? Bin schon auf der Seite vom Nightbot. Donate, alles klar. Donate ist der, ist es so geändert. Donate. Bleibt der Link dauerhaft online? Ja, aber es ist auch mein Support-Link. Das bedeutet, ich werde nur den Stream dafür nutzen. Weil wer danach spenden will, gerne. Das werde ich auch ein YouTube-VOD machen. Wer danach spenden will, gerne. Aber nutzt die Seite vom Ukraine Border Collective. Weil ich kann das, es ist einfach auch für mich super schwer und ich will nicht in Teufelsküche kommen, das auseinander zu klamüsern. Versteht ihr? Also ich will einfach jetzt schwarz auf weiß haben, okay, wir haben heute einen Stream gemacht, das und das bei rumgekommen, zack, rüber zum Collective und wenn es dann einen YouTube-Upload gibt, den es auf jeden Fall geben wird, dann nehmt bitte den Link vom Ukraine Border Collective, den ich auch dann in die Videobeschreibung packen werde. So, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. So, jetzt passt es. Donate, ich habe es oben geändert. Jetzt muss ich aber den Nightbot noch auf... Ja, ich glaube, so passt es, oder? Haben wir alles? Super. Ich habe gut geschlafen, ja.
Du auch? Ich hoffe es doch. So, jetzt checke ich noch einmal kurz. Haben wir alles? Check mal ganz kurz einmal schon mal die Nachrichten. Alles klar. Moinsen und voll Power für den Freitag. Dankeschön, Eddie Erdbeer. Alles klar, dann werde ich zum späteren Zeitpunkt dort eine Spende einreichen. Mit deinem Stream machst du schon mal für die Sache Aufmerksamkeit. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sind ja auch gute Leute. Hast auch gut gepennt, geil. Wir haben noch ein paar Minütchen. Ich bin immer überlegen, ob ich mir noch eben schnell einen Kaffee ziehe. Schaden wird es auf jeden Fall nicht. Dann würde ich sonst hier einmal einen Cut machen. Also für YouTube. Und dann gleich mit den Leuten starten. Ich glaube, ich hole mir noch einen Drink, dann bin ich gleich entspannter. Ist das okay für euch? Mucke, lass ich laufen. Amy ist da, passt auf. Claire passt auch auf euch auf, dass ihr keinen Scheiß schreibt. Und die wird euch sonst den Hintern versohlen, ja? Gut, also bis gleich. 20 years ago, I used to be in a band. Now, I work with Mr. Krogman, as well as the lovely Wilma, and we work with the Ukraine Border Collective to help bring relief to the beleaguered people of Ukraine. That is right. Okay, nice. Then we will switch to Wilma. Hi, Wilma. Hi. Jetzt bist du sichtbar. Hi. Wilma, please introduce yourself or talk German or English or both or I don't know. Genau, ich bin Wilma, kenne Jared schon ein bisschen länger, kenne dich jetzt auch inzwischen. Und seit der Krieg angefangen hat, helfe ich zusammen mit dem Ukrainer Border Collective, also so eine Menge Leute, helfen wir Sachen zu sammeln und die aber direkt runterzubringen. Also wir übergeben sie nicht in irgendwelche Lager oder irgendwas, sondern wir bringen sie direkt an die Leute ran, in die Dörfer. Fahren da selber hin, natürlich sicher, also Juri und seine Leute helfen uns ganz extrem, dass wir auch immer sicher in die Dörfer kommen, dass wir sicher reisen können und genau. Ja, ihr habt auf jeden Fall schon viel gemacht. Und heute sind wir nicht alleine sozusagen, nur nicht Jared und du, sondern du hast quasi es geschafft, noch jemanden sehr Wichtiges sozusagen aus, ja, von vor Ort mitzubringen und das ist in diesem Fall Juri. Hi Juri, nice to meet you. It would be cool if you introduce yourself, that we know who you are. Hi everybody. My name is Juri. I'm chief of Kyiv Patrol Police. So this is the unit which are first responders here. And as you know, like a couple of months ago, the war was much closer to Kyiv. And we've been acting in it. Now we are working in Kyiv and there are still lots of what to do in case of Russians also here because they're bombing us every day, trying to bomb us every day. And part of my unit also now it's other regions working, it's war actually. They're on Donbas, it's near it's Donetsk and Lugansk region and Kherson. So our guys are now fighting there, trying to. I don't know. Can we tell in the stream that we are trying to kill as much Russians as we can? As we I mean, can. You did. So I practically insist that you say that. Yeah. Yeah, but that's not the point. So we are raising money for Ukraine people. I mean. Wilma is going to Kyiv from time to time and on a regular basis, you can say. And I have a question, Juri. What items or what support is needed at the moment? I mean, in a humanitarian way. What is needed? There are two things. The first thing is that in all the Ukraine, Russians are bombing our infrastructure. And, you know, now it's winter and the big problem with electricity, with heating systems, all this stuff, because especially in the big cities, you know, because like, for example, in Kyiv, the situation is not as bad as it could be. It's much worse in Kharkiv, in Mykolaiv region. And, you know, like, during the day, it could be like five times the electricity is turned off.
No, because it's no. The second thing is when our troops are liberating some cities or villages, the people who live there, they're sitting without anything, without electricity, without water, without food for months. And our troops who are first coming into the cities or villages, we are helping those people. So, you know, like people sitting, they cannot even charge their phones. And our role as a patrol police also, we are liberating cities and we're bringing their, not just law, but trying to help people with normal life. Sure. That means you need stuff like power banks or power generators. Yeah. That would be helpful. Power generators is the most valuable thing now in Ukraine, I think. Okay. I will switch to German. Wilma, ich glaube, da ist ja auch ein Thema angesprochen worden, was dir irgendwie am Herzen liegt, nämlich Stromgeneratoren irgendwie rüberzubringen und da was zu machen. Vielleicht kannst du kurz erklären, weil wir hatten das im Vorgespräch, dass man natürlich weiß, mit einem Stromgenerator hilft man nicht nur einer Person, sondern es hilft ja irgendwie einem ganzen Ort so, ne? Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt gucken, dass jeder in der Ukraine einen Stromgenerator in seinem Garten stehen hat, sondern es ist tatsächlich so, wenn wir da einen hinbringen, so ein Stromgenerator versorgt ein ganzes Dorf. Und da werden auch nur die wichtigsten Sachen angeschlossen. Also es wird zum Beispiel dann, also der wird dann zum Beispiel in Gemeindekirche oder was auch immer aufgestellt. Und da kommen Kühlschränke dran, um Babynahrung zu kühlen. Da kommen Flaschenwärmchen wärmer dran, um überhaupt eine Babyflasche warm zu machen. Dann heizen sie halt damit zum Beispiel dann einfach nur einen Raum. Also man muss sich vorstellen, da hängen einfach 50 bis 100 Leute mindestens dran, die halt diesen Generator zum Kochen, zum Kühlen von den wichtigsten Sachen benötigen und einen Raum damit aufheizen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir, das könnten wir auch gar nicht, da irgendwie jeden Stromgenerator hinstellen. Also es wird einer für ganz, ganz viele. Ja, und das kannst du sagen, wie teuer ist so ein Generator, dass man mal irgendwie ein bisschen Zahlen hat, also sozusagen? Die man ungefähr braucht, um jetzt zum Beispiel zwei, drei Kühlschränke anzuschließen, dann vielleicht noch einen Heizungsgeschäftler anzuschließen, kostet so irgendwie 2000 Euro. Also genau. Leute, wenn wir doch in diesem Stream irgendwie ein, zwei Stromgeneratoren zusammen kriegen können, wäre es ja Hammer. Wir haben auf jeden Fall neue Zahlen reinbekommen. Juri, we are receiving donations all the time. That's good. We have 400 euros. And Wilma told us that a power generator costs around 2,000 euros. That means a nice goal would be that we achieve at least two power generators for you. That would be amazing. So thank you very much for joining us. Und ihr Lieben, vielen Dank für eure Spenden auf jeden Fall. So what is your daily tasks at the moment, Juri? What are you doing? What is your daily life? It's different tasks because the first thing is the patrol police, so the unit which are first responders. So we are responding on the any kind of cases in when someone lost his dog, or it's traffic accident, or it's some robbery and stuff like that. It's our like basic daily job. Of course, when there are some airstrikes or rocket strikes in Kyiv, so we are helping people, rescuing people, giving them, I don't remember how it would be in English, medical help, helping with evacuation, with all this stuff. So it's basically the daily job is like the same the police job in any country, any city in the world. But in cases of war, we have lots of cases which are not normal police job. Mm-hmm. For example, liberating cities, because when the Russian forces was around Kyiv, so we were fighting in the small cities around Kyiv, and also after helping people to rebuild their normal life there. Sure. Yeah, sounds like So it's not like normal police work, like giving out traffic tickets and getting cats out of trees. No. Hey, Krogi, I think you should point out that, when people donate money to this, like I donate money to various charities. In fact, when Krogi and I stream together, I think every charity, every time we do something and we give to a different charity, but,
you put in your research in these charities, but I don't know. If you give money to the Red Cross or something, how much money of that is going into administration costs? How much of that is going into people's salaries there? How much of that money is just disappearing? I don't know. I don't know. I don't think anybody knows. Yeah. But for money that's donated to this stream, you guarantee 100% of that money is going to be going to buying the generators and getting them out there. How do I know that? Because before Thanksgiving, before our show on Thanksgiving, Wilma and I are personally going to drive the generators to Kiev. We're going to get, Wilma, you've got a car set up for us here already, right? Yeah. So at some point, we're going to drive that out there. So the only money that's donated that is not going to go to buying generators is going to go to the diesel. And that's a lot of money because the Russians made it diesel very expensive in Germany. But it's going to be the diesel that goes into the truck that we use to drive it to Kiev. Other than that, everything is going straight in to these generators. So, you know, if you donate money, have no fear that that it's not going to go straight to the Ukrainian people because 100% of it is. Amazing. Yeah, that's really good. I will switch to German to translate it to make sure everyone understand what you were saying. Also. Oh, du, ich kann das machen. Wenn, ja, okay. Give it a shot then. No, please okay. Do it yourself. Well, okay, auf Deutsch würde ich sagen, dass manchmal, wenn man spendet Geld und gibt zu Rote Kreuz oder wie auch immer, man weiß nicht, wie viel Geld, welcher Prozent geht direkt an die Leute, direkt an die, in dieses Fall, the Strom Generators, und wie viel gibt zu the Büro Costa oder für the Loan für die Leute, die es machen, oder ja, wie auch immer, oder die geheimnisvolle Costa. Aber wenn wir machen es, wir wissen, dass das Geld geht direkt an die ukrainische Leute, weil ich und Wilma werde innerhalb der nächsten zwei Wochen, bevor Thanksgiving, während 20.11., wir werden persönlich ein Auto finden. Ich sage, Wilma hat schon das Auto gefunden. Und wir werden gemeinsam mit den Generators direkt nach Kiew fahren. Zusammen. So mega. Man weiß, dass das Geld geht direkt an die ukrainischen Leute und nicht zur Administration kostet oder andere Bullshit oder Schnickschnack. Schnickschnack. Your German is pretty good. Ohne Schnickschnack. Ich glaube... Oh, danke. Du bist eine gute Lügner. Ja. Ich glaube, Jared weiß noch nicht alles so. Ja, magst du das ergänzen? Genau, also um die Generator, dass die nach Kiew kommen, kümmere ich mich, aber da wird mir Juri auch helfen. Aber Jared und ich, wir werden da mit dem Zug hinfahren. So, Jared, we will take the train to Kiev, not the car. The train? Yeah. Why do you need my Führerschein? I need your Führerschein because we have to go first to Poland. Oh, we have to drive to Poland. We have to drive to Poland about 800 kilometers. Then we will take the train to Kiev. And yes, so I well, always... Thanks for pointing out to the stream how dumb I am. Don't also, worry. Also ich buch dann immer, ich buch dann immer im Zug mehrere Abteile und okay. Da packen wir dann die Spenden alle rein. Das Ding ist folgendes, dass so tatsächlich gerade der Transport am sichersten ist. Die Straßen sind halt teilweise auch sehr beschädigt. Der Zoll geht am schnellsten und so bringen wir die Sachen mit dem Zug einfach rüber. Genau. Super. Okay. Ja, kommt ihr Lieben. Also, wir haben jetzt 465 Euro. Lass uns den ersten Generator voll machen. Ich weiß, es klingt immer leichter gesagt, als es ist, Geld locker zu machen. Aber ich glaube, es ist so gut investiert, wenn ihr doch wisst, dass mit einem Generator gleich 100 Leute irgendwie sich wärmen können oder ein Handy anschließen können, um zu kommunizieren, was so wichtig ist, was uns Juri eben erzählt hat. Dementsprechend erstmal 1000 Dank an die Leute, die hier was reingeben. Da sind wir schon bei 475. Also so ein bisschen muss ich auch schon mal sagen, ey, wäre geil, wer es machen kann, macht's. Wer es nicht kann, klar, geht nicht. Ein Stromgenerator kostet circa 2000 Euro. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall schön griffig und kann man gut gebrauchen. Yeah, wenn man obviously jetzt don't donate money that you don't have. But I mean, imagine you're sitting there in I don't know, Dusseldorf or wherever you are, you're nice and comfortable. And you know, you can charge your handy and you can go on Instagram and you can go on Tinder and do all that shit. You know, that in Ukraine they can't do that. You know, the infrastructure is getting it's bomb the shit out of the infrastructure. So, you know, they don't have power over there. And they are probably going to use it, the power, for better things than going on Instagram. So, you know, just dig deep. Don't spend money you don't have. But you got it. You know you have it. That is right. And
one thing for the viewers here. If you have a question to Yuri, feel free to write it down. I will translate it, and it's your once in a lifetime chance to ask you questions while he is here, which is pretty amazing. Thank you very much for doing that, Yuri, because I know it's really hard to do that in terms of power conditions and a lack of internet streams and what else. I think it's very hard to do that. We got 485 euros here. The people are donating, which is really helpful, which is really cool. And Yuri, I'm looking at you, and I don't know what to ask, because it's really desperate to see you we're not in a desperate state. That's right. Everything is okay here, because you know, the good thing is that when you have a lack of possibilities, you told now that we are not able to see it in Instagram or in something or doing something like that. So yeah, of course we able, not always. It much more difficult. But I tell you that the weird thing that you start to it more it becomes more. I forgot a word. You know, you're getting more emotional when you're doing something. Sure. Some normal thing. You know, for I'll try to explain it that, like before. If you're talking about Instagram or playing Dota, for example, playing some games, you know, before it was like, it's okay, you're just sitting and playing. And now when you understand that you cannot do it anytime, you know, like during the whole day or something like that. And sure. when you're able to spend some time with your favorites in your favorite hobby, you know, for example, like playing Dota. So it becomes more not effective, but... You know what I'm saying, that it becomes more, you're getting more emotions from sure. it, from small things. Yeah, I can get it. That's a nice thing you point out, that you were a gamer, or you are a gamer, because most of my viewers here are gamers too, or gaming-related people here. Therefore, a lot of people can relate that not able to play games is a big problem. I mean, there are different times. I think Yuri has just won the hearts of the people. Yeah. You know, the thing that fucking Russians, when they were near Kyiv, so basically my home, I live not in Kyiv, but not far from Kyiv, like 25 kilometers, and my home was also occupied by Russians. When I came back home, when the territory had been liberated, of course, everything was, you know, they robbed everything, they steal everything, you know, you saw probably those lots of memes with washing machines and all this stuff, but the thing they stole from my home was PlayStation 4. No, and I was very pissed off. And the first thing I bought a new one. 5. I thought you were going to say PlayStation 5. No one gets to play PS5. PlayStation 4 is not so bad. No one has it. Yeah. Oh, man, that's sad. Yuri, I've got two things from the chat here. First of all, Hi Kiki is writing, or wrote, thanks to Yuri for being here in the stream and a lot of hearts. That is the one thing. And the second mention here is a question. And answer if you want. Do you feel like the Ukraine is being supported enough by other countries, or do you wish there was more support? And if yes, in what ways? Klappergebiss wrote. Of course, we're feeling support from lots of countries, and we are grateful for it. And of course, we need more support. Not all the countries are helping the same. And as I understand, of course, the possibilities of different countries are also different. But sometimes we see that we want it more, because, for example, countries like that are closer to us, like Poland and Lithuania, Estonia and Latvia, you know, those countries are helping on the maximum, because they understand that they will be next, because sure. they're closer. And other countries who are far from our border, they don't feel it the same, but we are telling that if we will not stop it here in Ukraine,
this problem will be in your countries. Yes, very soon, because those crazy idiots, they will not stop here. And I think we need to build a coalition, because you know it's not just Russia. Russia's bringing in all their heel friends, help them fight dirty. China, Iraq, Iran, Russia's calling all their buddies. Cuba, probably, calling them. So you know we need to have our team together too. Yeah. No. Yeah, they're the good guys. We pretend to be, Jared. We pretend to be the good guys. With you guys, that was a long time ago. That was like 70 years. Nobody remembers that. I don't know much about politics, but I know that it's really good to help people, and that is the main reason we are talking here, to help people who suffer and raising some funds for it. And therefore, I want to point out that we got 630 euros at the moment. And I will mention the people. That's a good start. That's a good start. A really good start for a few minutes, to be honest. The stream isn't online so long. But I want to point out that who the number one contributor to the effort in Ukraine is? Is America. Yeah. America. And we're the biggest assholes in the world. Like, you can let America be number one? Go with Germany. It is time to step up. Put us in our place. Yeah, but we are working on it, Jared. So, Mr. Kane donated $30. Jarvan, $25. Tim Botson, $5. Don Canalia, $10. Flink Dricken, 25 euros. Poly Boss, 10 euros. Teilzeit Nerd, 10 euros. Lina Lyon, 70 euros. And she wrote, vielen Dank für die tolle Aktion. Bonko Karl, 25 euros. Cozy Jones, 50 euros. Fleischdealer, 25 euros. Lizzie B, 20 euros. They're dealing dunk on all these that people. Is really amazing. Thank you very much. Really, yeah. Really good. And are there any more questions in the stream? Because, I mean, they could ask anything, not just about the military effort. Yuri, he's the chief of the police patrol in Kiev. He probably personally knows the Klitschkos. So, yeah. No, I'd throw some questions out there if I was in the chat. Yeah. The mayor, Vitaly Klitschko, is a friend of mine, actually. Oh, so nice. I see him a couple of times a week. Bring him to the stream next time. I'll talk to him. I'll talk to him. If there will be a stream, I'll talk to him with Vladimir and ask them to join. Then we will achieve 10 generators. That's what. maybe. But you know, also about gaming, I think that Vladimir is playing on PlayStation also. Oh, nice. Is he? But does he have his... PlayStation still? Or... I think yes. Okay. Did he get a PS5? Because nobody over here can get one. That's impossible. It's not a question, but Yuri, I want to let you know that Demonic Fox wrote, "Tell Yuri to be brave and thank God there are good people around him, protecting and fighting not only for Ukraine but for justice also." Yeah, that is. Yeah, thank you. That is thank very you. Nice. And thank you very much for being with us today. That's really good. Wilma or Jared, do you have something to say to the people here or to Yuri? Or because I'm watching the stream. Did you get a PS4 as a replacement? Yes. I've got the new one. Yeah, the first thing I bought to my house, it was a new PS4. Okay, very good. So when we go to Kiev, are we going to see Yuri? Yeah, I think so. I'm gonna see what games I can get together. This is outside of like the regular donations, but I'm gonna bring some games over there. I think I might have like WWE Y2K, Jared, 2K22. Jared, yeah? wait, please, because it fits. The user Cyberdime wrote, "I got a few PS4 Pros for you if you want. Maybe you should bring the PS4 then." Yeah. Where's the user located? Are they located anywhere near Berlin? I can pick them up. Cyberdime, wollt ihr euch mit Jared treffen in Berlin? Ja, er sagt Berlin. Berlin it is. Perfect. Okay. Can you get me his information? Sure. Right. And we'll meet up. I am right now. I'm in Winterberg or somewhere. I'll be here for the weekend, and then I'm going to be in Munich on Sunday for the NFL game. But I think I'll be back on Monday, back in Berlin, and we can meet up on Monday. Cyberdime, is it possible to meet Jared on Monday to give him
a few PS4s if you mean it, that would be nice. Have you verified this guy? This isn't Bart Simpson or something. Frankly. No, I know Cyberdyne. They're good. Yeah? They're good. Okay. Yeah. I know him. Really. Oh, I tell you what. I live over scam. Near Ostkreuz. So we should arrange a place to meet up. And we'll meet up on Monday and then we'll bring that. And if anybody else has any gaming stuff or anything else you want to donate, I live over near Ostkreuz and we can meet up there on Monday as soon as I get back from the NFL game. Oh, that is really nice. I can tell you one thing that it's very important because, you know, lots of kids in Ukraine, they don't have an opportunity now to play. And there, you know, there's refugee centers where the people from the cities like Mariupol or Kharkiv, you know, which their houses were destroyed. And also we are helping these refugee centers. And it would be great if someone can bring something for them. I think kids will be really happy. Nice. I think that's awesome. So, you know, if you have anything to donate, and, you know, it doesn't necessarily have to be money for the generators, but, you know, if you have, I don't know, I mean, it's not just CDs? Generators, war, and medical supplies. You know, this is a regular country. Up until Russia went insane, it was exactly like the living room of their house was exactly like the living room at your or my house. And now, you know, a lot of these people are living in refugee centers and their stuff has been destroyed. So if you have just like regular day-to-day stuff, they like the same sort of stuff. That we like. And what about CDs? Is this my manager here? Hang on, my manager, Sven. What about CDs? Music. Yuri, is music elsewhere needed? I don't think that someone using CDs. I can't let me put my manager. My manager, who happens to be with me, works for Universal, and mm-hmm. he has access to the Universal CD closet. So, you know, if you guys like, who's on our label? Guns N' Roses, Metallica, that sort of thing. Yeah, I've got to talk to you. Here, let me put them on. They don't have CD players, Jared. Sorry, guys. I didn't want to crash in here. Just I heard donating. And if there's CDs, for instance, needed, I can put up. If there's still CD players. Darf ich dazu kurz mal was sagen? Ja. Also man muss dazu sagen, dass die Ukrainer theoretisch technisch sogar echt weiter sind als wir. Also die machen alles mit Kreditkarte etc. läuft bei denen über Handy. Also die, glaube ich, die hören schon seit Jahren keine CDs mehr. Und ich wäre auch total happy, wenn Jared nicht so viel mit Jugendlichen macht, weil wir haben echt viel vor. Wir wollen nämlich dann nach Richtung Mykolaiv fahren. Und dort die Dörfer versorgen. Also wir haben bereits ganz viele Winterklamotten. Wir haben zum Beispiel auch Wagenheber dabei. Darum, dass die Leute mit dem Auto halt nicht mehr fahren können. Also es können dann nur noch Pickups fahren. Ja. Wir haben da letztens auch einen Pickup hingebracht, den wir dann benutzen können. Genau, und also darum geht halt, also wer auch Winterklamotten Sachen Outdoor. Aber das ist ein guter Punkt. Da können wir bei uns in der Belegschaft mal rumfragen, also dass die Leute was bringen. Und das alles, das was man ist, überlegt, wo so ist runter. Ich habe keine Möglichkeit zu heizen, ich habe keine Möglichkeit zu kochen, ich habe keinen Strom, ich habe kein Wasser. Jared, shut up. Jared, shut up. Also alles, was man irgendwie gebrauchen kann, dass man sagt, boah, ich bin jetzt Outdoor, ich habe keinen Strom, ich habe kein Wasser, ich habe kein Gas, ich habe gar nichts, ich muss überleben. Ja. Und worum es mir da eigentlich primär geht, ist zum Beispiel dem Dorf, dem wir letztes Mal geholfen haben. Das liegt direkt an der Front und da kommen Kinder über die Frontlinie. Kinder ohne Eltern. Und die werden alle in den Dörfern aufgenommen. Die müssen versorgt werden, etc. Und die brauchen auch zum Beispiel Kleider. Dann sind in den Dörfern Verletzte. Das sind jetzt keine, noch nicht mal Soldaten oder so, sondern es sind alte Menschen, die versucht haben, noch Felder zu ernten, die auf die Mine getreten sind oder was auch immer. Und klingt blöd, aber zum Beispiel auch Erwachsenenwindeln, Babywindeln, Babynahrung. Also das wird halt auch alles benötigt. Also unser Plan ist quasi, wir fahren in diese Dörfer, bringen den Stuff, den wir hier bereits haben und gucken halt, dass wir den so viel wie möglich einfach direkt bringen können. Ja, super gut. Ich finde das toll, was ihr hier macht. Wirklich. Ich frage die Kollegen bei uns in der Belegschaft, dass wir da auch sammeln. We'll do a donation inside Universal with the colleagues there as well. Ich gebe mal wieder rüber an den Jared. Ich sage liebe Grüße, all the best.
Let's love Danke, Sven. Alles Liebe. Peace soon. Okay, so jetzt Juri, the user Cyberdyne, who will give the PS4's road that he has access to Spotify, what is it? Hier, Gutscheine, like, what is it? Gutschein? Sag mal eben, Jared. Wilma. A Gutschein is like a gift certificate. Voucher, yeah. Yeah, voucher, do you need? Yes. Do you need some? What do you think? Spotify vouchers are there? Is it? Yeah. Can you look? Anything? You need to understand that lots of people in Ukraine who are suffering now, who are from those very heavily bombed cities, those people really will be happy and grateful for any kind of peace of normal life. Sure. No. So it's everything could be appropriate. Cool. Yeah, then we will. These aren't people that want to be at war. You know, they want to go back to their normal life. They didn't ask for this. They just want to get that sense of normalcy back. Yeah, but my question was good because I don't know what they need, if there is a need for a Spotify voucher in those times, but you're right. And we will arrange that you will meet the Cyberdyne dude, Jared. That he will give you PS4s and Spotify vouchers, and you will. That is awesome. That is really nice. Ich kann noch was dazu sagen. Yeah. Theoretisch, also was wir jetzt auch zum Beispiel hinbringen, sind Laptops, Computers for Homeschooling for the kids, solche Sachen. Also soweit die Internet haben, versuchen die auch noch natürlich in die Schule zu gehen, in Anführungsstrichen. Also sowas ist auch wichtig, dass sowas irgendwie da ist. Also wer noch alte Laptops zu Hause rumliegen hat, irgendwie so Kommunikationssachen, wird immer gebraucht. Ja, und was man auch sagen kann, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr irgendwie Bezug zu einer Firma oder selbst zu Hause noch irgendwie viel Zeug, Powerbanks halt, ne? Also ohne Ende, ich glaube, da kannst du wahrscheinlich ohne Ende sammeln. Und da kannst du ohne Ende sammeln, da geht es alleine auch darum, also man muss auch wirklich sagen, es gibt da Kinder, die haben auch nur noch einen Dad und der ist irgendwo an der Front oder sonst was und einfach, dass die die Kommunikation aufrechterhalten können. Also egal jetzt wer. Sven, die alten Menschen, die mit ihren Kindern Kontakt haben wollen oder was auch immer. Ja, okay, super. Okay, ja, also Cybertime bringt auch noch Laptops mit anscheinend. Okay, and I just coincidentally, I am in the van driving over to this event with a influencer manager, and he just told me he looked into it, and Cyberdyne, that guy's not full of shit. He's real. Yeah, I know Cyberdyne. Sure. Yeah. That is real, for sure. And Cyberdyne will bring some laptops, too. All right, so we're not getting catfished. Okay. No. That's the real deal. Great company. All right, I love it. Really nice. That means we have 790 euros at the moment. We got a few PS4s. We got a few laptops and a few Spotify vouchers, which is great. Thank you very much. It's amazing. Okay, but come on, Germany, 700. That is not even half of a generator. You gotta dig deep. You gotta dig deep. This is helping out. If this does not get contained in Ukraine now, which hopefully it will, thanks to the brave Ukrainian people. But if it doesn't, and it spills over. You know, it could come to Dusseldorf, it could come to Bielefeld, it could very easily come to Pfarrkirchen or Dortmund. And you don't want that to happen. And the best way to stop that from happening is to support the stream right now. That is right. But to be honest, I will bring this video to YouTube and you can support afterwards going to ukraine-border-collective.com and support directly this collective that is Wilma here. Think about it. It's worth it. The Russians are coming, and they're coming for your PS4. Right. Yeah. We heard it firsthand here. We're going to stop. Yeah, all right. Juri, I don't know if you have something to point out now. I can, the thing I just thought that if your audience is mostly the gaming community, you need also to understand that it's very important to fight them on all fronts. So kick asses of Russians in Dota, in PUBG, in Call of Duty, in any games. It's also, when I'm playing Dota and I see that in an opposite team there's someone from Russia, so I'm trying to text him and trying to kill him faster, for burn their asses. It's also, it's war. It's not only in the on the ground with a gun. War is also here.
and it's very important to keep to make their life uncomfortable. So it would be also very useful if all the fucking Russians they will if they will understand that even joining the game in Call of Duty, for example, on PUBG, they need to understand that everybody against them. It doesn't matter how long you play, how good you play, but it's your small part that you can do. If you yell at them and you tell them how wrong they are, you know, they may well go to Putin and tell him, you know, quit fucking around. You know? That means use Call of Duty for a good reason, yeah? Okay. Yeah. I mean, there's a new update next week coming up, Warzone 2, so maybe we should try it then. all the gamers here. So we got 890 euros, and Boiler gave us 100 euros, which is really great. Well, thank you, Boiler. Vielen Dank. Thank you very much. And Rusty Otaku donated 20 euros, Inaldino 10 bucks, Kata Ben 10 bucks, Partisan 30 bucks, Strom für alle von uns allen, sehr, sehr nice. Executor for 6, 10 euros, Bad Boozle 10 euros, Disturbed Gravity for Ukraine 25 euros. Generate some power, 50 bucks from Cozy Jones. Yeah, that's really nice. Really, really nice. That's right. Generate some power. Power to the people. you said it. You said it. Wilma, hast du noch was auf dem Herzen gerade? Du bist ja wirklich für uns eigentlich hier die komplette gute Seele und die Ansprechpartnerin. Wenn es ja, nicht darum... nur ich, sind ja noch viele andere dabei. Ja, aber du bist das Gesicht, was wir hier gerade haben. Und es ist gut, dass du das sagst, aber du hast natürlich auch die Bürde, als Gesicht hier gerade da zu sein. Und ich finde das immer ganz schön, dass man weiß, wer damit in Verbindung gebracht wird, weil das ja auch um Vertrauen geht. Wenn man Geld spendet, geht es um Vertrauen, was Jared eben auch schon meinte, kann ich mich darauf verlassen, dass das irgendwie ankommt. Ich selber habe es miterlebt, dass es ankommt, deswegen sitze ich auch hier und weiß, dass alles irgendwie cool ist, aber wenn man das nur so sieht, kann man auch denken, ja, die labern rum und was sind das überhaupt für Leute? Nee, weil das Wichtige ist, dass wir immer alles genau dokumentieren. Also du hast ja auch schon einige Storys dann geteilt, also dass wir wirklich alles begleiten, also mit Bildern, wo geht was hin, wie wir fahren, also das wird einfach alles dokumentiert. Genau. Super gut. Also das bleibt nie undokumentiert. Wie sieht es denn gerade aus? Weil einige haben es ja mitbekommen, dass wir in Helm waren, um das Lager zu füllen. Ist das Lager mittlerweile ein bisschen voller zumindest? Also ist das immer noch natürlich nicht. Also letztes Mal, man muss sagen, auch dank Julia, die ja auch schon mal im Stream war, die hat ganz fleißig ganz viel gesammelt. Anja und Julia haben da ordentlich was hingebracht jetzt nach Helm. Also in Helm sind gerade die Sachen, das sind die Sachen, die Jared und ich dann auch in den Zug einladen. Es ist eine Menge, wie gesagt, es sind Wintersachen, es sind Laptops, Babynahrung, Windeln etc. Also alles, was man theoretisch so braucht. Also wir bekommen so, das habe ich jetzt gebucht. Ich habe zwei komplette Abteile gebucht. Genau, also das sind so umgerechnet wahrscheinlich zwei Sprinter voll mit irgendwelchen Sachen. Ich habe jetzt hier noch stehen, die habe ich gesponsert bekommen, eben Wagenheber für Pickups, was sehr, sehr wichtig ist. Kompressoren, dass man Reifen aufpumpen kann, lauter solche Sachen. Und die bringen wir direkt rüber und werden das auch alles dokumentieren. Wilma, kannst du einmal kurz sagen, dass irgendjemand oder ein paar Leute noch 100 Euro erstmal spenden sollen, damit wir die 1000 Euro voll haben? Kannst du das bitte eben machen? Bitte 100 Euro spenden. Ja, wirklich. Das ist doch enttäuschend. Also 100 Euro muss ja wohl noch gehen. Und das meine ich natürlich auch sarkastisch, weil es ist natürlich saugeil. Es ist auch jetzt schon mega geil, was zusammenkommen ist. Es lohnt sich immer zu supporten. Es lohnt sich auch jetzt. Guck mal, wir sind eine halbe also Stunde. Wer auch will, kann jetzt theoretisch, also jetzt ist nicht keine Werbung für mein Instagram, aber ich sage das immer Leuten, die das halt irgendwie sehen wollen. Also auf meinem Instagram-Account habe ich die ganzen Ukraine-Reisen sind oben in diesen Favoriten. Das ist genau dokumentiert. Also kann auch jeder reingucken, wo was gelandet ist. Vor allen Dingen, wie die Situation da ist. Man kann es immer sehr, sehr schlecht in Worte fassen, was da eigentlich vor Ort los ist, was man da sieht, wie die Situation ist. Die ganzen Kinder, das kann man schlecht erzählen, sag ich mal. Dann, Wilmas Instagram-Account, kannst du ihn eben kurz erwähnen, wie der heißt? Ich glaube, entweder man sucht einfach nach Wilma Peters oder gibt Wilma mit 6i und 4a ein. Ihr könnt auch kurz, wahrscheinlich haben viele von euch meinen Instagram-Account oder Jareds. Ich habe eben Wilma verlinkt zur Ankündigung von diesem Stream. Da findet ihr Wilma auch. Das ist ganz easy. Genau. Ja. Jared, was machst du jetzt? I just, what am I doing right now? Ja. Oh, VACVAM.
You know that Wok-Bam is back. That is, I think Germans know this. Juri, what's Wok-Bam? Yeah, please. Oh, okay. This is. They haven't had it for 6 years, but they started up again. They get all these like washed up celebrities, like D, F level celebrities, like my level celebrities, together, and then they put us in cooking woks, and then we ride them down the bobsled run from the Olympics and race each other. Yeah. Yes. Yes. Germans are idiotic. It is so stupid. You're totally right. $950. $50, please. That's it. We're so close. We're so close. To what? You know, and this, we're so close to 1,000. That's right. Yeah. Why don't we have $1,000? I mean, 2,000 clearly is the goal for that generator. But you know, every cent helps, and it's great that the stream is still going on. And the you know, we're keeping it, you know, the war's still going on. The war is still happening. And, you know, in, I don't know what it's like in the German news, but in the American news, like, the war was very, for lack of a better word, sexy when it started out. And that was what everybody was interested in. And, you know, but then come the news cycles and, you know, now it's been, you know, that's like 100 news cycles ago now. Now it's the American elections, or a Kardashian got new butt implants, or Marjorie Taylor Greene turned somebody into a toad, or something has happened in the news. And the Ukrainian-Russian conflict is not in the American news as much anymore. And I think it's important to note that in Ukraine, it's going on as much as it has ever been going on. Whether you see it on the news in your country or not, the war is still there. It's still going on. It is still as current today as it ever was. And I think people maybe tend to forget that because they're not getting reminded of it every day. I'm pretty sure they forget it. Yeah, you're totally right. Yeah. So, liebe Leute, wir haben noch 50 Euro, dann sind die 1,000 voll. Das machen wir. Yuri, we need $50 to got at least half a generator. So, yeah. Yuri, maybe it's your turn to say to the people here, give us $50, please. Yeah, if someone will give me $50, I can play Dota with him. Alter. Okay, that is... you mean it, yeah? Is that true? I don't know. I'll turn on my generator, which I have at home, for it. It will be 100%. I will be in that game, so if someone will donate... or I can get a team, police, patrol police team in Dota, and we can do another stream or game with someone to collect more. But now, someone will donate more. Okay, wait. Sven has just, my manager has just said he is going to give the 50. Really? He's giving the last 50. Okay. He's going to hand it over to me personally. Yeah. Click on the link, Sven. All right, so we have now hit 1,000. He asked to mention that he plays Dota. Yeah. Nice. Yes, that, you're a gamer, Sven? Okay, here it is. You see, it goes to Jared. All right, so this is it. We have now hit 1,000. Nice. All right, so we are halfway to a generator. Amazing. Vielen Dank, Sven. Thank you very much. So, $1,000 Danke, Sven. Are completed. That means half a generator. And of course, chat, I want to make at least the $2,000 for the generator complete. That is our mission, and we should achieve that. That is for all sure. Right. Because now, you're going to continue streaming even after this is I will even do. After we we'll hang do that up, turn, and, Krogi, for sure. And you're going to add everything that's donated in the Krogi streams. And I've watched the Krogi streams; they're quite entertaining. I mean, not as great as this, but they're okay. Yeah, but at least they are better as music from the Bloodhound Gang. That is for sure. Oh yeah, that's easy. You're setting the bar pretty low there, buddy. Okay, fair enough. Ja, ihr Lieben. Okay, Jared, du bist wahrscheinlich auch fast am Ziel, oder? Nehme ich mal an. Yeah, we are actually there. I think we're at the accreditierung. So. Yeah. Okay. If Germans are interested at all, we'll be doing the Wok-Bam qualifying is tonight, live on ProSieben, I think at 10:00, and then the Wok-Bam itself is tomorrow at 8:15, I think, live on ProSieben. Leute, schaut's euch an. Unseren Buddy Jared schön beobachten. Okay, Jared. I mean, I'm not saying it's anything great, but like what's on RTL? Like DSDS or some shit like that? So anything's better than that. At least you're there, Jared. Yeah. So maybe you are naked or something like that. I don't know. Yeah, the worse our team does, the nakeder I get. Okay. Yeah, Jared, thank you very much for being here. Thank you. Vielen Dank, Krogi. In the stream.
What was it, Sven? Once again? Sven, what'd you say? I'd say I will make sure he's not getting naked. Okay. Nah, I think that's really that really has more to do with how well the other teams do. But he can keep thinking that. Okay, sure. Okay, Jared, then I would say you can quit if you want to do your job. Okay, well, I would say Yuri, Wilma, and especially Krogi, Vielen Dank, and to all the Zuschauers and everyone that donated, Vielen Dank, you're doing a good thing. Really? Yeah, and it's early in the morning, and we got $1,000. That is something, yep. To be honest. It's really good. Okay, bye, Jared. Okay, bis dann. Okay, so Yuri, I don't know how much time do you have. So I will stay online here and talk to the people. I think you have tasks to do. I don't know. Yeah. I think Yuri. Yeah, I would like to play video games with you maybe in the next weeks or something like that. Let's see how things turn out. And first of all, make sure that we want to support your people. We want to support Ukraine. And thank you very much for being here and give us a glimpse of your daily job, of the situation. And hopefully we will achieve a little bit more money to bring you some generators. And you will meet Wilma and Jared in the next few month or weeks. I don't know when exactly, but it's our secret, but you will meet them and then make sure to record some videos with them to make sure for the people that is real, that is really happening. That would be nice. Yeah, thank you guys very much. Unfortunately I have to go because I have to also have lots of stuff to do today. But I'm really thank you all, and thank to all the community, everybody who's watching and helping, and as I told before, and kicking Russian asses even in computer games. Thank you very much for your support and for your time, that for everything you do for us. It's really, really very important. And I hope I'll meet Vilma next week, and we will share some and videos and photos and spend some good time in Kyiv and in Ukraine. Sure. Yuri, keep safe, take good care, all the best for you, and if you want to play, let us know, yeah? Okay, Yuri, thank you. Take care, bye. Wilma, yeah, bye. Du bleibst noch bei uns kurz. Ein bisschen musst du noch, nicht mehr lang, aber ein bisschen noch. Erstmal wollte ich dir auch nochmal Danke sagen. Ich finde das mega krass, was du organisiert hast und was du die ganze Zeit schon leistest. Und auch, dass wir hier so einen Stream machen können, weil ich glaube, bei all dem ganzen ernsten Themen ist sowas natürlich auch super spannend, sowas mal wirklich direkt zu sehen. Weil es ist keine Tagesschau und es sind keine Nachrichten. Und ich glaube, das ist auch etwas, was für Leute hier in Deutschland mega wichtig ist, zu verstehen, okay, Yuri beispielsweise, den du irgendwie rangeholt hast, der irgendwie da was zu sagen hat, das ist ein normaler Dude. Das ist jemand wie du und ich und macht einfach gerade nur seinen anderen Job, weil es einfach das gerade verlangt. Und ich glaube, das ist total wichtig, das zu sehen. Und deswegen wollte ich dir auch nochmal Danke sagen, dass du das hier möglich machst, weil mir das dann wiederum ein gutes Gefühl gibt, zu sehen, okay, es macht total Sinn, dass wir diese Streams machen. Auch wenn wir jetzt in 40 Minuten 1.000 Euro zusammenbekommen, das ist ja nicht selbstverständlich. Das ist ja eine Menge Kohle. Das finde ich halt was total geil. Also danke in deine Richtung. Ja, erstmal so auch danke, weil ich finde ja, für die Leute ist es ja jetzt auch hier gerade, ich meine, jeder hat so ein bisschen Schiss, wie es weitergeht und so weiter, da finde ich das auch cool, dass da irgendwie von Spenden zusammenkommen. Ey, das ist ja auch genau der Punkt, den du damit ansprichst, weil Spenden zu sammeln, jetzt gerade, eigentlich ist es in Deutschland kein Problem, Spenden zu sammeln, aber wie du schon ansprichst, keiner weiß, was passiert, Energiekosten, diese ganze Scheiße, die man den ganzen Tag in den Nachrichten hört. Natürlich macht das was mit dem Kopf, ist ja auch ganz klar. Und deswegen ist es aber auch so wichtig, von dir zu hören oder von Yuri oder auch, dass ich vor Ort war, um zu raffen. Ja, Moment mal, ich verstehe, dass wir hier Panik haben, aber wir brauchen gar keine Panik haben, weil es gibt Leute, die, wie er auch schon meinte, sind, also er sagt ja auch, ey, wir machen das Beste aus der Situation und denen geht es aber eigentlich viel, viel schlechter. Und die machen das ja auch für eine Sache, dass es uns vielleicht dann auf Dauer nicht so ergehen muss, sage ich mal. Mhm. Und deswegen finde ich das irgendwie cool, dass Menschen zusammenhalten, dass wir uns unterhalten, dass wir kommunizieren. Und ich sehe das nicht aus diesem politischen Standpunkt. Und natürlich muss er das so sehen, das möchte ich aber noch mal kurz im Chat sagen. Natürlich als Betroffener muss er das politisch sehen und sieht es auch so, verstehe ich. Ich selber
Das muss ich aber auch was sagen, weil das Ding ist natürlich immer so ein bisschen, nennen wir es Säbelrasseln oder so weiter. Ja, also das ist natürlich völlig klar. Aber man muss dazu auch sagen, die haben alle, also die meisten haben einfach auch Verwandtschaft in Russland. Natürlich. Und es ist nicht so, dass sie ihre Verwandtschaft hassen oder sie killen wollen etc. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wir natürlich, also man muss sich ja auch vorstellen, dass in der Ukraine, also es leben erstmal viele Ukrainer in Russland und in der Ukraine leben auch einige Russen. Also so ist ja nicht. Und es ist jetzt nicht so, dass die da nicht noch weiter in bestimmten Gebieten zusammenleben und dass denen genauso geholfen wird. Und als wir damals auch noch Flüchtende irgendwie mit rübergenommen haben, wir haben genauso auch Russen mitgenommen. Und die, wie gesagt, also die Ukrainer sprechen ja auch viel Russisch etc. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da nur so der Hass da ist. Also ich glaube auch, man muss das immer so ein bisschen differenzieren, wenn sie sagen so, we want to kill all Russian etc. Also es ist schon eher auf Militär und so weiter beschränkt. Ja, selbstverständlich. Also das ist aber auch gut, dass wir es nochmal kurz hier aufnehmen, weil mir persönlich das wichtig ist, weil ich einfach auch kein, also ich sage es auch nochmal kurz hier öffentlich im Chat, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich smart genug bin, um mich wirklich politisch hier öffentlich äußern zu können. So, das finde ich einfach, ist eine schwierige, ich glaube, man muss... Nee, ich glaube auch, man muss halt einfach gucken. Also mir geht es ja auch nicht darum, ich bringe ja jetzt auch keine Waffen oder sonst was runter, genau, sondern ich bringe Hilfe runter. Und ich sehe einfach, wenn Leute Hilfe brauchen, dann helfe ich denen. Und wäre jetzt auch ein überkrasses, jetzt sagen wir es mal blöd, wäre jetzt nicht der Krieg gekommen, sondern ein überkrasses Erdbeben in Russland, würde ich auch hinfahren, weil es irgendwo erreichbar ist. Genau. Viele Leute fragen auch, ja, warum helft ihr denn dann nicht auch in Syrien oder Afghanistan? Aber das würde ich sau gerne machen, also muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist nicht machbar für mich als Privatperson. Und ich bin auch kein Mensch, der spendet, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und so weiß ich halt auch einfach, dass es an. Ja, aber ja, du hättest es ja auch leichter haben können, muss man ja auch mal sagen. Du hättest ja auch einmal sagen können, wie es viele gemacht haben, zu Beginn des Krieges, wir hauen jetzt eben, weiß nicht, 50 Euro irgendwo hin und dann ist das Thema erstmal für mich durch. Aber du hast gesagt, nee, ich will irgendwie mit anpacken. Und ich habe es dir auch, glaube ich, schon mal gesagt, aber die Zeit, also das zu helfen, das mit dir zu machen, diesen Krankenwagen drüber zu bringen, war für mich persönlich, also das ist nur mein persönlicher Eindruck, eine so gesunde und heilsame Sache. Es hat mir so viel Freude gemacht, einfach zu erleben, wie es ist, ganz ehrlich und ohne irgendwas anderes zu erwarten, einfach zu helfen. Das ist schön. Und ich glaube, das hält dich wahrscheinlich auch immer bei der Motivation, das durchzuziehen, weil es natürlich Kräfte zehrt, das ganze Thema, auch emotional natürlich. Aber du bist da am Ball und das ist halt geil. Und deswegen, ja, aber das ist auch schön, krass, wie dankbar die da alle sind. Also das ist wirklich krass. Also du gehst dann in irgendwelche Häuser und die haben wirklich gar nichts mehr und dann, keine Ahnung, haben sie vielleicht schon erfahren, dass du in einem Ort bist, um zu helfen. Und sie haben noch nicht mal was abgekriegt, aber sie wollen dir alle irgendwie noch einen Tee machen oder ein Glas Wasser in die Hand drücken oder basteln Geschenke selber. Also die sind unfassbar dankbar. Und man muss auch wirklich dazu sagen, es tut weh. Es tut weh, die ganzen alten Menschen zu sehen. Es tut weh, die ganzen Kinder zu sehen. Das ist halt so ein Ding. Und das ist auch so, die Leute, die können da auch nicht mal nicht sagen, wieso gehen die da nicht einfach? Wo soll man in der Ukraine denn gerade hin, wo es noch sicher ist? Ja. Also es ist jetzt für mich so, okay, gebe ich jetzt mein Haus auf und fliehe irgendwo in die Ukraine hin und dann werde ich da bombardiert. Also es ist einfach, gerade ist es Schwachsinn, die Häuser zu verlassen oder wegzugehen. Und viele kommen auch im Moment gar nicht raus. Also man muss auch so sehen, es gibt so zwei verschiedene Ausweise, zum Beispiel in der Ukraine, Inlandspass und Reisepass. Und viele haben halt nur diesen Inlandspass, die dürfen das gar nicht ausreisen. Dann gibt es aber die Behörden gar nicht mehr, wo du noch diesen Reisepass machen kannst. Also es ist alles einfach bürokratischer Wahnsinn, weil eigentlich würde ich am liebsten jedes Mal, wenn ich da unten bin, mindestens 50 bis 100 Kinder mitnehmen. Glaube ich. Wie oft warst du jetzt schon da? Oh, ich weiß es jetzt nicht mehr. Also es ging ja nicht alles immer direkt an die Ukraine, sondern wir haben ja vieles auch damals am Anfang an der Grenze an Michael übergeben. Ja, das würde ich dazu zählen, tatsächlich. Genau, also 17 Mal oder so. Ja, das ist schon, ey Leute, zieht euch das mal rein, seit März. Das ist schon richtig krass. Also mehrmals pro Monat, ne? Dass ihr einfach das nochmal, also es ist klar, rein rechnerisch, aber ich möchte, dass ihr das einfach nochmal im Kopf habt, wie viel Energie das auch kostet. Es ist nicht nur das Hinfahren, es ist die Orga davor, es ist genau sowas wie jetzt, so einen Stream zu machen. Es ist die Leute nerven. Also mit Nerven meine ich, es ist ja eine Sache, nach Spenden zu fragen, ist ein Nervthema. Das muss man ja auch immer durchziehen. Das machst du immer ganz
ganz vehement und vorbildlich. Ich kriege das ja immer auch mit, wenn wir unterhalten uns ja auch manchmal, sagst mir, das und das ist wieder irgendwie gut gegangen. Das ist halt cool. Und auch hier funktioniert es, weil ich glaube, das ist nachvollziehbar. Es ist gerade einfach nachvollziehbar, wenn man hört, was du da machst. Und deswegen funktioniert es auch gut. Und das ist auch schön, dass wir dann diese Streams ab und an mal machen können. So, und vor Ort, das ist vielleicht auch nochmal für Leute, die unsere Story noch nicht so zusammen kennen oder deine Story so kennen, du bist ja vor Ort dann nicht alleine, sondern dort werden die Sachen, die du dann eben mitbringst, ja auch von einem Netzwerk verteilt. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, wie das ist. Ja, nee, inzwischen ist es so, dass wir die letzten Male, dass wir das tatsächlich selber verteilt haben. Ihr wart wirklich alleine sozusagen? Nee, es war so, dass, muss ich auch dazu sagen, also Juri mit seinen Jungs haben uns geholfen. Mhm. Und Michael von der Kiewer Universitätsklinik auch. Genau, die Jungs haben uns erstmal hingebracht. Also wir waren direkt in Dörfern an der Frontlinie, das war Sperrgebiet. Da ist auch keine Hilfsorganisation oder irgendwer hingekommen. Wir sind mit Hilfe der Jungs sind wir da hingekommen. Die haben uns quasi auch beschützt etc. Und wir haben das aber selber verteilt an die Leute. Also wir haben uns die Dörfer angeschaut. Ist auch wichtig, sich das anzugucken, wo wird jetzt was gebraucht, mit den Leuten zu reden, wo hapert es jetzt wirklich. Lauter solche Sachen, weil es hat zum Beispiel... manchmal macht es auch keinen Sinn, in bestimmten Dörfer, die zum Beispiel selber Getreide anbauen, macht es keinen Sinn, Mehl hinzubringen. Mhm. Ne? Weil die werden gerade ihren Weizen eh nicht los. Also brauchst du denen nicht noch on top Mehl irgendwie vorbeibringen. Ja, klar. Logisch. Genau, halt solche Sachen. Und dann muss man wissen, bin ich bei dir. Musst du wissen. Ja, das ist halt wichtig. Also das finde ich halt wichtig, dass man dann halt auch immer das Passende dazu spendet, was da gebraucht wird. Genau. Ja, es gibt ja auch viele Leute. Übrigens, wir haben die 1.000 Euro jetzt auch hier voll gemacht. Einmal kurz die Person vorlesen. Das muss man natürlich machen. Vielen Dank an Teilzeit-Nerd für die 50 Euro. Das kann hier ja nicht bei 950 Euro stehen bleiben, schreibt er. Er oder sie. Ja, aber also mega, mega geil. Vielen, vielen Dank dafür. Das heißt, also vielleicht können wir auch einfach, wenn wir wieder zurück sind, also Jared kommt das nächste Mal mit. Ich freue mich wirklich sehr, 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 um da aktiv zu helfen. Also wir werden gemeinsam da runterfahren mit den ganzen Spenden. Wir werden sie gemeinsam verteilen. Er wollte sich das eben auch alles angucken. Vielleicht können wir dann auch nochmal einen Stream machen, wie es da unten war, dass wir dann einfach erzählen können. Auf jeden Fall. Macht das bitte, bitte, beziehungsweise dokumentiert auf jeden Fall fleißig, dass wir im Nachgang vielleicht hier auf jeden Fall irgendwie einen Stream machen können. Und ja. Wenn du irgendwie wieder, also in diesem speziellen Fall kann ich zeitlich nicht, aber wenn du irgendwie was hast, wenn was auch mal gefahren, ich fahre gern Auto, Wilma, weißt du ja, wenn wir da irgendwie was haben oder so, let me know, ne, das geht bestimmt auch. Und wie gesagt, ich möchte es jetzt nochmal kurz erwähnen, Leute, 1.000 Euro, 1.000 Dank, auch wenn ich hier sage, es muss immer mehr gehen, ihr wisst, es muss immer mehr gehen, aber mir ist vollkommen klar und Wilma auch, dass das geil ist, dass das einfach schon mega ist. Weil hätten wir es nicht gemacht, diesen Stream, dann wären diese 1.000 Euro nicht in der Kasse. Dann wären jetzt nicht die Playstation. Und das ist ja auch eine geile, man denkt ja auch nicht sofort, ey, Ukraine, lass uns Playstations geben, aber er meinte ja, für die Kids ist mega geil, vollkommen nachvollziehbar. Hammer. Also auch man muss so sehen, da sind jetzt natürlich auch wirklich sehr, sehr viele Waisenkinder. Ne? Also das muss man, also es sterben da einfach viele, viele Leute. Ja. Und die Waisenhäuser und die Flüchtlingsheime, die füllen sich natürlich. Ne? Und die Kinder brauchen genauso, jetzt gerade im Winter brauchen die auch irgendeine Bespaßung, sagen wir es mal so. Ja, also da werden sie tierisch freuen. Ja, mega. Also ist auch, wie gesagt, so, die sind auch teammäßig total krass. Also wenn ich jetzt einem Kind einen Laptop bringe, das eine Kind wird nicht alleine vor diesem Laptop sitzen und Homeschooling machen, sondern sie sitzen da zu fünft oder zu zehn vor. Also ja, die helfen schon sehr krass untereinander. Also. Das ist schön. Und damit ist Wilma raus? Nee, du bist wieder da. Du warst ganz, du warst kurz weg. Ja, war irgendwie strange. Ja, aber du bist wieder da. Ja, danke für den Eindruck. Also ich werde jetzt, ich habe mir überlegt, ich lasse jetzt einfach diesen Balken drin. Ich werde gleich das Thema wechseln. Also es ist ein bisschen komisch, weil ich werde gleich Videospiele spielen und quasi meinen Job machen und für eine Sendung nächste Woche üben. Und diesen Switch zu kriegen zwischen, yo, ist jetzt ernst und gleich ist wieder Fun. Aber es geht halt nicht anders. Also es ist trotzdem besser, als wenn man gar nicht drüber spricht. Ich lasse diesen Spendenbalken einfach so lange hier drin, wie ich online bin. Und vielleicht kommt da noch was rein. Vielleicht auch nicht. Aber dann würde ich dir einfach im Nachgang das Ganze rüberschicken, was hier bei rumgekommen ist. Aber die 1.000 haben wir schon mal voll. Das ist ja schon mal was. Ich danke dir und ich danke euch vor allen Dingen.
Dankeschön. Geile Sache. Ja, Wilma, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut. Und ich lade das genau so bei YouTube hoch, deswegen mache ich hier jetzt ein... Warum bin ich so laut auf einmal? Es tut mir leid. So ist besser. So, dann würde ich nochmal bei YouTube sagen, Leute, hier unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link zum Ukraine Border Collective und da könnt ihr weiterhin spenden, könnt Sachspenden machen, alles abliefern, wie besprochen. Wilma wird es verwalten und das Team drumherum natürlich auch, muss man auch erwähnen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne auch einen Kommentar da und einen Daumen nach oben, einfach nur, um dieses Video ein bisschen zu pushen für den Algorithmus. Auch die Leute, die es hier gerade bei Twitch sehen, geht gerne mal auf den Kanal, wenn das Video online ist, wahrscheinlich heute Abend, und teilt dieses Video. Das wäre auf jeden Fall ganz geil. Und da kommen noch weitere 10 Euro rein. Siehst du, perfekt. Ja, cool. Also Wilma, dann habt du einen schönen Tag und vielen Dank. Viel Spaß noch. Tschüss. Danke, tschüssi. So.